Leute, heute wollte ich euch mitteilen, dass ich an dieser Minimalismus-Challenge teilnehme. Und zwar geht die so, dass man am ersten Tag eine Sache ausmistet, am zweiten Tag zwei Sachen, am dritten Tag drei Sachen, am 30. Tag 30 Sachen. Und dabei geht es nicht darum, um eine Shampoo-Flasche, die leer geworden ist, sondern wirklich um Sachen, die man lagert, die man hat und eh nicht benutzt, und sich da zu überlegen, lohnt sich das, diese Sachen aufzuheben, zu lagern, die nur Platz wegnehmen. Mir geht es gar nicht darum, dass ich jetzt nur noch 10 Gegenstände habe, mit denen ich dann lebe. Mir geht es ganz einfach darum, ich mag meine Wohnung sehr und leider ist es mit meiner Tochter dann doch sehr enge geworden. Was aber daran liegt, dass wir viele, viele Sachen haben, die wir einfach nur haben. Die wir einfach nur besitzen, aber gar nicht wirklich nutzen. Das fängt schon an bei unserer Küche. Man hat, wie bestimmt jeder, Unmengen von Lebensmitteln, die man gekauft hat. Bei mir ist es zum Beispiel Müsli, Haferflocken, Zeug, was ich mir für die Schwangerschaft gekauft habe, wo ich mir ein Müsli draus machen wollte, es dann aber nur einmal getan habe und einen Riesenvorrat angelegt habe und dann eh nicht benutzt habe oder gegessen habe. Ja, die ganze Küche ist voll mit Essen, voll mit Geschirr, voll mit Tee, voll mit allen. Und so ist es eigentlich mit jedem Schrank. Das geht weiter mit Putzmitteln. Braucht man wirklich so viel Putzmittel? Braucht man wirklich 3 Shampoos? Braucht man wirklich 10 Cremes? Mit Sicherheit nicht. Mir geht es einfach darum zu schauen, brauche ich diese Sachen wirklich? Oder können die auch weg, weil sie die letzten Jahre eh nur im Schrank waren, weil es ein Fehlkauf war. Ich habe ja jetzt schon angefangen, meine ganze Küche, was an Lebensmittel ist, das wirklich mal aufzubrauchen. Dass wirklich nichts mehr Neues zu kaufen, außer, ja, natürlich, wenn ich Auflauf mache, brauche ich natürlich ein paar frische Zutaten, das ist klar, aber jetzt keine neuen Müsli-Sorten mehr zu kaufen, keine neuen Teesorten mehr zu kaufen, sondern wirklich erstmal von denen zu leben, was denn da ist, und dann wirklich sich auch nur noch das zu kaufen, was man auch wirklich isst, weil alles andere ist Quatsch. Und wenn man mal was Neues ausprobiert, wie eine neue Teesorte, dann erstmal eine kaufen und nicht gleich 3, die dann eh nur rumrollen und Platz wegnehmen. Oder bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe unheimlich viele Eierbecher, aber ich esse so gut wie keine Eier, jedenfalls nicht zum Frühstück. Das heißt, warum hebe ich das Ganze auf? Dann kann ich 1-2 Eierbecher aufheben. Und falls es doch noch der Tag X eintrifft und ich eine große Familie bekomme mit allem drum und dran, dann denke ich, man kauft sich sowieso wieder neues Zeug. Man macht dann Gemeinschaftsanschaffungen, denke ich mal. Deshalb brauche ich das jetzt nicht aufzuheben, falls der Tag X eintrifft. Ich werde viele Sachen, die ich ausmiste, manche Sachen sind so, die kann ich natürlich gleich in den Müll schmeißen, weil einfach abgetragen sind, was jetzt Klamotten angeht oder eh keiner mehr will. Sachen, die jetzt meine Tochter angehen, da werde ich ein bisschen ausmisten, aber ich versuche sie auch so ein bisschen rauszuhalten aus der Sache. Aber natürlich gucke ich da auch, so viele Sachen braucht man nicht. Die nehmen nur sinnlos Platz weg. Und ja, darum geht es mir einfach. Einfach zu gucken, brauche ich das wirklich noch? Wie mein DS, den habe ich die letzten
3 Jahre nicht benutzt. Ich werde bestimmt auch nicht die nächsten 5 Jahre benutzen. Und naja, das sind halt lauter solche Sachen. Und darum geht es mir halt, mir wirklich mal Gedanken zu machen, brauche ich das noch oder kann das weg? Und das ist, denke ich mal, ein ganz guter Ansatz, da mal anzufangen mit diesem Minimalismus-Game. Weil man da wirklich auch gezwungen ist. Eigentlich ist es so, dass man da jeden Tag ein Video hochlädt. Das kann ich aber aus Zeitgründen nicht. Ich werde einfach das immer, die erste Woche habe ich jetzt in ein Video zusammengefasst. Ich muss aber mal sehen, umso mehr Tag es werden, umso mehr Sachen werden es ja dann auch, muss ich dann einfach mal sehen, wie ich das dann mache. Ja, und jetzt muss ich mich leider verabschieden, weil meine Tochter nach mir verlangt. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Video.